Zwei Kandidaten pro Folge stellen sich einem Hindernisparcours der besonderen Art. Gefährliche Dinosaurier, anspruchsvolle Aufgaben und Spezialevents. All das ist Jurassic Castle. Die Regeln. Jeder Kandidat ist auf sich gestellt und tritt einzeln an. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte in möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Punkte sammelt man, indem man grüne Linien überfährt. Ein Zusatzpunkt gibt es für das Überqueren der Ziellinie. Fährt man jedoch über eine rote Linie, so wird ein Spezialevent ausgelöst. Hierbei handelt es sich um besondere Aufgaben, positive Events oder sogar negative Events. Der Versuch des Kandidaten endet, wenn dieser zerstört wird, wegglitscht oder die Ziellinie erfolgreich überquert. Dann stoppt die Zeit und die bis dahin ergatterten Punkte werden gespeichert. Gewonnen hat derjenige, der nach 10 Folgen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten jedoch mehrere Kandidaten die gleiche Punktzahl haben, dann entscheidet die Zeit. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz einen 50€ Amazon-Gutschein, für den zweiten Platz einen 30€ Amazon-Gutschein und für den dritten Platz einen 20€ Amazon-Gutschein. Und der erste Teilnehmer für die zweite Folge von Jurassic Castle, das ist Dennis Hüse, herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Teilnehmer für diese Folge. Ich bin sehr gespannt, ich drücke dir die Daumen und ich würde sagen, los geht's. Und es geht los. Dennis startet mit seinem Versuch hier bei Jurassic Castle. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, dass es heute ein Kandidat ein bisschen weiter schaffen wird, damit wir noch ein wenig mehr von der Strecke zu Gesicht bekommen. Bis jetzt haben wir ja noch nicht alles gesehen. Aber man weiß halt nie, wie das ausgeht, ne? Dennis bleibt jetzt hier sogar schon direkt im ersten Gehege hängen, an den Pachis. Das ist natürlich nie gut, ne? Wenn man irgendwie stehen bleibt, da ist das Risiko immer sehr hoch, dass man dann auch mal einen Treffer kassiert von diesen. Aber die scheint sich gerade nicht wirklich für Dennis zu interessieren. Er legt jetzt hier sogar den Rückwärtsgang ein. Fährt jetzt vorbei? Aber das ist nicht gut. Das ist ganz, ganz dünnes Eis, wo du dich bewegst. Du provozierst ihn, glaube ich, gerade eher damit. Das ist halt gar nicht gut. Hat auch schon 7 Schaden bekommen. Ist jetzt auf dem Schweif aufgebockt gewesen. Oha. Und da kommt schon der nächste Pachy. Oh, oh, Dennis. Das könnte hier ein ganz kurzer Ausflug werden. Drück dir natürlich die Daumen, aber das sieht gerade nicht gut aus. Oh Gott. Er kommt hier gar nicht vorbei. Er wird hier komplett wegblockiert. Und es kommen immer mehr Pachis hier in diesem Bereich. Na, die scheinen aber alle kein wirkliches Interesse zu haben. Also das habe ich ja noch nie erlebt. Oh mein Gott. 84%. Oh nein, Dennis. Was machst du? Rückwärtsgang. Du musst da vorbei. Oh Gott, er ist halt voll in... Ja. In der Bredouille. Das wollte ich sagen. Wort nicht gefunden. Hat 25% jetzt schon irgendwie komplett verschwendet. Und er will hier irgendwie nicht den Rückwärtsgang einlegen. Obwohl der Pachy jetzt quasi schon weg ist. Boah. Also das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist ja super bitter. 68%. Oh mein Gott, hier geht ja auch so viel kostbare Zeit gerade verloren. Oh oh, und von hinten kommt jetzt auch noch einer und... Oh Gott. Oh Dennis, du tust mir gerade so leid. Oh nein. Wird jetzt hier wieder weggeschoben. Jetzt hat er es geschafft, okay. Ist aber noch nicht durch das Gehege durch. Hier kommen noch weitere Pachis. Bleibt jetzt aber wieder hängen. Das ist gar nicht gut. Also Dennis hat hier richtig Probleme. Macht er das jetzt? Ja. Das sieht gut aus. Wir schauen mal von oben weiter. Jetzt ist nur noch ein Pachy vor ihm. Den sollte er jetzt eigentlich überholen können. Den spritzt er sogar nochmal nass mit Wasser. Wie cool. Und dann sammelt er endlich seinen ersten Punkt.
Gott sei Dank. 47% nur noch. Und jetzt geht's schon zum Schuss-Event. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Das Ziel ist ein Ceratosaurus. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Und jetzt kommt der erste Schuss. Der muss sitzen, der ist immer sehr wichtig. Und der ist zu hoch. Oh nein, der ist daneben gegangen. Das ist gar nicht gut. Der zweite muss jetzt sitzen, weil, wie gesagt, 2 von 3 Schüssen müssen hier treffen, damit die Abkürzung freigeschaltet wird. Also wenn der jetzt daneben geht, dann war's das. Und der ist sehr niedrig. Oh nein, der ist auch vorbei. Damit ist leider diese Aufgabe nicht erfolgreich abgeschlossen worden. Wir schauen trotzdem noch, ob der dritte trifft. Für die Ehre. Komm, ein Ehrentreffer. Du schaffst das. Ah, der sieht nicht schlecht aus. Der sitzt am Hals. Aber das reicht leider nicht. Damit wurde diese Aufgabe leider nicht bestanden. Damit öffnet sich leider für Dennis nur der rote Weg. Aber immerhin. Und sobald er losfährt, läuft die Zeit weiter. Ihr wisst, was ihm jetzt bevorsteht von der letzten Folge. Nämlich die Triceratops Stampede. Und die ist übel. Also die hat es wirklich in sich. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob Dennis diese hier erfolgreich hinter sich bringen kann oder ob er hier ausscheidet. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Jetzt bin ich echt gespannt, ob der Dennis das hier schaffen kann. Ist halt super, super schwierig. Aber mit etwas Glück kann man es ja auch durch die Stampede schaffen. Da kommen schon die ersten Triceratops hier angerannt und bleiben hier stehen. Da fährt Dennis aber super dran vorbei. Die anderen haben hier noch gar nicht realisiert, dass es losgeht. Ich glaube, das ist gut für Dennis. Oder auch nicht. Da wurde er voll erwischt. Und jetzt geht's hier richtig los. Ich glaube, das war's jetzt hier für Dennis. Noch lebt er, 22%. Das sah für mich schlimmer aus, als es dann im Endeffekt geworden ist. Die anderen Triceratops merken das gerade gar nicht. Das ist aber gerade nicht gut, weil die das Tor blockieren. Ah, ist natürlich echt immer so ein bisschen Glückssache, wie die gerade so drauf sind, ne? Aber Dennis macht das jetzt hier super. Er schafft es durch die Triceratops-Stampede. Das ging jetzt aber auch echt klar, muss ich sagen. Also die Triceratops schienen jetzt nicht so heiß gewesen zu sein auf das Fressen. Fährt jetzt hier schön weiter. Und sammelt die nächsten Punkte. Wow, nice. Sehr gut, Dennis. Da bin ich echt beeindruckt. Und fährt jetzt direkt weiter ins nächste Gehege. Das ist das Herrerasaurus-Gehege. Fährt jetzt nochmal dagegen. Hat, glaube ich, aber keinen Schaden bekommen. Kann natürlich auch passieren, ne? Ist ärgerlich, wenn man sich selber durch Fahrfehler halt Schaden reindrückt. Jetzt bin ich gespannt, wie er sich hier schlägt. Weicht jetzt hier gut aus. Hat aber ein bisschen Schaden bekommen durch den Aufprall. Das Gehege hier ist auch sehr huggelig und hat sehr viele Engstellen. Also hier kann schnell was passieren. Jetzt seht ihr schon, das wird jetzt super eng. Boah, wie er hier durchspringt. Das war Weltklasse gemacht. Hat jetzt aber hier das Problem an der nächsten Ecke. Dort trifft er nämlich auf die hungrigen Herreras. Und diese machen kurzen Prozess. Und damit ist Dennis ausgeschieden. Der wird jetzt hier auch nochmal voll in die Mangel genommen. Aber das war keine schlechte Leistung, muss man einfach mal sagen. Und mit dieser Leistung hast du dir Platz 2 erkämpft. Es zählt natürlich wie immer die Zeit, wo du deine letzten Punkte eingesammelt hast. Und jetzt kommen wir schon direkt zum nächsten Kandidaten. Der zweite Kandidat für die heutige Folge, das ist Fabio Magnesa Fernandes. Auch herzlichen Glückwunsch an dich und auch für dich geht's jetzt direkt los. Und damit geht's hier schon in die zweite Runde für den guten Fabio. Er fährt jetzt los, seine Zeit ist gestartet und ich bin gespannt, wie er sich hier schlagen kann.
Mal sehen, ob er jetzt hier auch so Schwierigkeiten haben wird bei den Pachis. Ich hoffe mal nicht. Fährt jetzt aber hier schon mal geschwind rein. Und bleibt auch ein bisschen hängen. Aber nicht so schlimm wie vorhin der Dennis. Also das war ja wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, der Fabio fährt jetzt hier schnell dran vorbei. Weil stehen bleiben ist nie gut. Das ist immer sehr, sehr gefährlich. Gerade bei den Pachis, die können auch ordentlich mal zuhauen mit ihrer steinharten Kopfplatte. Gib Gas, Fabio. Bis jetzt bist du noch zu 100% heile. Hast noch keinen Kontakt zu irgendwas gehabt. Machst das sehr vorsichtig, aber sehr gut. Ich glaube, das ist jetzt der beste Durchlauf, den wir bis jetzt hatten durch dieses Gehege. Noch. Das könnte jetzt gleich enden. Ja, damit sind die 100% leider nicht mehr vorhanden. Und ist mal wieder so, immer wenn ich was lobe, dann gibt es hier Ärger. Jetzt hat Fabio ein bisschen Leben verloren. Aber alles noch im grünen Bereich, also ist alles halb so wild. 12% im ersten Gehege zu verlieren, ist wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist bis jetzt die beste Leistung nach dem ersten Gehege. Aber das heißt noch nichts, ne? Jetzt kommt es ja erstmal gleich auf die erste Aufgabe an. Und ihr wisst ja, diese ist sehr, sehr schwierig und ist sehr entscheidend, wie dann der weitere Verlauf durch das Rennen ist. Event ausgelöst. Der Cerato dürfte jetzt gleich kommen. Und dann geht's hier schon los mit dem ersten Schuss. Ihr wisst ja, wie wichtig dieser erste Schuss hier ist. Beziehungsweise eigentlich ist fast jeder Schuss wichtig. Und er fliegt jetzt schon und er sieht super aus. Oh mein Gott. Er hat genau mittig getroffen. Wirklich ein perfekter Treffer hier auf den Körper. Der Pfeil steckt richtig schön tief drin in der Haut. Jetzt kommt hier Schuss 2 gleich. Wenn der sitzt, ist die Challenge hier schon geschafft. Der fliegt und er sieht auch wieder super aus. Ja, der Fabio macht das hier sehr souverän. Auch wieder ein schöner Treffer in den Bauch. Und jetzt brauchen wir eigentlich den dritten Treffer wieder gar nicht mehr, weil 2 reichen ja aus. Der dürfte nämlich jetzt zu Boden gehen und damit ist die Aufgabe bestanden. Da geht er zu Boden, da liegt er, eingeschlafen und Fabio hat es erfolgreich geschafft. Sehr gut geschossen, Fabio, und damit schaltest du die Abkürzung frei, den grünen Weg, und es geht hier direkt weiter für dich. Damit brauchst du jetzt nicht gegen die Triceratopse antreten. Das hast du dir jetzt erspart durch diese gute Schussleistung. Das mit dem Schießen, das habe ich auch jetzt schon öfter getestet beim Erstellen von diesem Parcours. Und das ist wirklich richtig zufällig. Also das kann man nicht irgendwie beeinflussen oder so. Und damit sammelt Fabio die nächsten Punkte. Also es ist eine super spannende Angelegenheit mit dem Schießen. Das hat alles Glückssache, wie der Pfeil gerade fliegt und wie der Ranger gerade drauf ist. Aber so soll es ja auch sein, ne? Soll ja alles spannend bleiben. Ich glaube, Fabio ist wirklich gerade der Kandidat, der am meisten Leben in diesem Gehege hat. Und oh Gott, der fliegt jetzt hier voll durch und springt über 5 Herreras rüber. Das war ein krasser Move. Er bleibt jetzt hier leider so ein bisschen hängen, was ärgerlich ist. Fährt jetzt aber weiter. Und das sieht super aus, wirklich. Wenn er jetzt hier innen durchfährt. Oh ne, er fährt außen durch. Okay. Hier sind jetzt wieder die nächsten Herreras, die den Weg blockieren. Die fauchen ihn hier auch böse an. Sind aber nicht wirklich böse, also greifen ihn nicht an, wollte ich damit sagen. Böse sind die natürlich, sonst würden die ihn nicht anfauchen. Aber die scheinen gerade nicht so Interesse zu haben. Und er kommt hier wirklich super durch. 75%. Und das hier in dem... Ist das dritte Gehege? Ich glaube, das ist das dritte Gehege. Nicht schlecht. Bleibt jetzt hier nochmal hängen. Und... Es ist kein Dinosaurier mehr vor ihm. Also da sollte eigentlich nicht mehr allzu viel passieren. Fährt jetzt hier rüber und sammelt den dritten Punkt in einer sehr guten Zeit. Event ausgelöst. Durchquere das nächste Gehege, ohne einen Dinosaurier zu berühren. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Und das sieht nicht gut aus, Leute. Nicht berühren wird schwierig, wenn die alle hier vorne sind, die Eddies. Eieiei, ich glaube, die wird jetzt hier der Fabio direkt verlieren. Jo, da ist die Berührung. Challenge gescheitert. Ah, das ist bitter, dass die Edmontos hier alle so weit vorne im Weg stehen. Ist natürlich auch Glückssache, ne?
Aber kann man nicht ändern. Eieiei. Naja, was willst du machen? Sehr, sehr ärgerlich. Mal gucken, ob er jetzt hier überhaupt lebend durchkommt. Aber eigentlich sind die ja nicht so böse, die Edmontos. Muss aber gleich auch den Umweg wieder in Kauf nehmen, weil er es hier nicht geschafft hat. Ich hoffe wirklich, dass er es hier mal ein bisschen weiter schafft, damit wir die letzte Stelle aus dem Parcours sehen. Springt jetzt hier rüber. Wird aber jetzt hier nicht berührt weiter von den Edmontos. Also alles ganz entspannt. Überschlägt sich jetzt hin. Oh mein Gott. Okay, das war ein krasser Move. Hat aber trotzdem nicht viel Leben verloren. Oh, das ist aber trotzdem bitter, ne? Das ganze Gehege ist leer hier hinten. Die waren alle im vorderen Bereich. Überschlägt sie jetzt nochmal. Also wenn es dafür Bonuspunkte geben würde für Überschläge, hätte sie jetzt ordentlich welche gesammelt. Das war, glaube ich, zweimal ein doppelter Überschlag. Hat jetzt hier ein bisschen Probleme, aber ich glaube, hier sollte nicht mehr viel passieren. Oh Gott, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Da kommen nämlich schon die Edmontos angelaufen. Ja, da hinten kommen noch mehr. Aber er macht das hier gut. Und Fabio hat es hier geschafft. Hat hier aber wirklich Schwierigkeiten durch die Huckel, ne? Bleibt hier lange hängen, lange stehen. Ist aber zum Glück nicht zum Verhängnis geworden. Muss jetzt hier leider den roten Weg in Kauf nehmen, weil er die Edmontos leider berührt hat. Der grüne Weg bleibt versperrt. Und jetzt ist er hier im Umweg, nämlich in dem Metriacanthosaurus-Gehege. Da ist ja letztes Mal auch ein Kandidat ausgeschieden. Der Kandidat, der am weitesten gekommen ist bis jetzt. Ist natürlich auch gemein, dass man hier so einen gefährlichen Umweg in Kauf nehmen muss. Und das bekommt Fabio jetzt hier auch direkt zu spüren. 40% nur noch. Aber die scheinen ihn auch nicht wirklich zu beachten. Also die fauchen ihn an wieder oder schreien ihn an. Aber gehen nicht wirklich auf ihn los. Jetzt schon so ein bisschen, aber auch nicht richtig. 13% hat er noch. Er ist noch drin. Nicht schlecht. Aber da kommen noch mehr Metrias. Und von hinten kommt jetzt auch noch einer. Oh, oh. Ich drücke wirklich die Daumen, damit wir hier ein bisschen mehr sehen von der Strecke. Da wird er weggerammt. Und das war's für Fabio. Schade, schade, schade. Hat es leider auch nicht weiter geschafft. Aber trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Und wir schauen mal, auf welchen Platz der Tabelle du dich einordnest. Und der Fabio hat es mit seiner grandiosen Leistung auf Platz 2 geschafft. Mit nur 11 Sekunden Abstand zum ersten. Also eine ganz, ganz knappe Kiste. Aber Zocker Kings kann seinen ersten Platz hier verteidigen. Ich hoffe, die Teilnehmer von der heutigen Folge hatten eine Menge Spaß. Und falls ihr auch eventuell bei der nächsten Folge mal mitmachen wollt, dann müsst ihr jetzt unten in die Kommentare Hashtag JC schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Livestream oder in den Premiere-Chat. Und falls es euch gefallen hat, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund, euer Dandy.